Wir fahren dahin. Vor 24 Stunden hatte ich 2 Mädchen und eine 1-Million-Dollar-Yacht. Wie bin ich in diese Scheiße geraten? Das Leben ist hart, nicht wahr? Soll ich Ihnen vielleicht einen Helm besorgen? Was glauben Sie, wer ich bin? Wenn die Kleine stirbt und Sie uns was verschwiegen haben, sind Sie bloß noch ein Untersuchungshäftling. Hat irgendjemand in dieser Untersuchung eigentlich keine Website? Ja, ich. Ich bin bloß bei Facebook und MySpace und plane gerade einen Blog über mein Sexleben. Kannst du ja Wunschdenken? Sie sind ein Vollidiot, Moretti. Und ich dachte, Verbrecher aus Melbourne wären klüger als ein Haufen Bohnenstroh. Das hast du wohl mit Cops aus Melbourne verwechselt. Moretti, normalerweise sind Sie ungefähr so nützlich wie ein Pimmel am Papst. Aber ich bin stolz auf Sie. Manchmal müssen Sie den Scheiß einfach hinnehmen, so wie er ist. Und weiterleben.